Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Hier ist Eva für euch und ich möchte euch in diesem Video mal wieder etwas mit dem Rainbow Loom zeigen. Und zwar mit dem Heirloom Studio. Das ist mein erstes Heirloom Studio Video. Deswegen zeige ich euch in diesem Video erstmal nur ein bisschen Grundlagentechnik. Ich benutze dafür die lange Loom-Schiene, den Fingerloom und Gummis. Ihr braucht dafür, wie gesagt, die Schiene und ich habe hier schon mal über den Fingerloom ein Gummi drüber gegeben. Ich zeige euch als erstes, wie man die Schiene hier drin eingibt, um auf diese Schiene drauf zu loomen. Dafür gebt ihr die Schiene einmal in die Mitte des Fingerlooms von unten. Und hier ist so eine kleine Erhebung, die hebt ihr einmal da rein. Und dann holt ihr euch mit der Schiene die andere Seite, auch mit der Erhebung, und dreht das Ganze so rein, dass ihr auf beiden Seiten eine Überschneidung habt und die Schiene in der Mitte liegt. Grundsätzlich ganz einfach. Mit ein bisschen hin und her Geschiebe und ein bisschen ausprobieren hat man das ganz schnell drin. So sieht das Ganze dann aus. Lässt sich hoch und runter schieben. Und ich zeige euch, wie man das Ganze einmal in Grün und Pink macht. Ihr könnt natürlich auch andere Farben benutzen oder ein ganz anderes Muster machen. Ich zeige euch einfach nur mal eine Grundlagentechnik und wie man das Ganze dann in die Haare macht. Ich mache weiter mit Pink. Gebe ich auf die gleichen Pins auf. Und dann loome ich Grün darüber ab. Ich mache einen ganz einfachen Single-Verlauf. Das geht am einfachsten und am schnellsten. Ich mache Grün und Pink. Immer abwechselnd verarbeiten. Das sind die Gummis, die bei dem Set dabei waren. Ich habe auch ein Unboxing-Video zu dem Set im Kanal. Wenn ihr euch für das Set interessiert und das ganze Set einmal sehen möchtet, was alles dabei ist und auch mal einen Blick in die Anleitung und in das Buch werfen möchtet, dann schaut mal einfach dort vorbei. Und ich loome hier jetzt einfach in diesem Muster noch etwas weiter. So, ich habe hier jetzt ein paar Zentimeter geloomt und ich habe hier schon mal den Puppenkopf vorbereitet. Und das letzte Gummi nehme ich jetzt ab und gebe es auf die andere Seite des Pins, also des Stiftes in der Mitte rüber, der Loom-Schiene. Und das zweite hole ich auch und gebe es auch auf die gegenüberliegende Seite. So, dass das Ganze jetzt so aussieht. Ich habe einfach mal ein paar Zentimeter geloomt. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie viele Gummis ich benutzt habe. Also 3-4 Zentimeter einfach. Das Ganze sieht so aus, lässt sich so hin und her schieben. Und jetzt geht es weiter mit dem Puppenkopf. Und der Nadel. Mit dieser Nadel hole ich mir jetzt eine Haarsträhne. Die wird hier oben eingeharrt. Hier gehe ich einmal durch den Stift durch, sodass ich sie direkt in den Stift reinziehen kann, also in die Loom-Schiene. Dann hole ich mir die Strähne und ziehe die Strähne einmal hier holen und hier einmal komplett durchziehen. So. Und jetzt kann ich das Geloomte hier draufschieben. So liegt das Ganze dann an den Haaren. Hier verschlossen durch die beiden Gummis, die auf der gegenüberliegenden Seite liegen jeweils und hier oben auch.
So ist der entsprechende Verlauf. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist die allereinfachste Variante. Einfach ein normales Single-Armband. So sieht das Ganze dann also aus. Man kann dann natürlich ganz viele davon machen oder man nimmt eins so als Highlight. Das ist jetzt, wie gesagt, wirklich die allereinfachste Variante. Und in den nächsten Tagen und Wochen werde ich euch bestimmt noch mehr davon zeigen, was man damit alles machen kann. Das ist wirklich total vielfältig und mit dem Material, was dabei ist, lassen sich wirklich schöne Sachen machen. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch Lust habt, das Ganze mal auszuprobieren, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Loom-Ideen und auf noch mehr mit dem Rainbow Loom und dem Heirloom Studio habt, lasst uns doch einfach ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, da freuen wir uns natürlich auch immer. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbeizuschauen, da sind wir natürlich auch überall dabei. Wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, teilt es vielleicht auch mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.